Wie das Ganze juristisch einzuschätzen ist, das wollen wir näher besprechen. Bei uns im Studio der Juraprofessor Dr. Ralf Höcker. Schön, dass Sie heute hier bei uns sind. Lassen Sie uns vielleicht noch mal auf die Autofahrer schauen, die halt dann da möglicherweise im Stau festhängen, weil sich weiter vorne jemand festgeklebt hat. Darf ich da jetzt beherzt selbst zugreifen und die Herrschaften dann von der Fahrbahn ziehen, wenn die Polizei noch nicht da ist? Man hat entsprechende Bilder aus Frankreich gesehen. Da wird das ja ganz beherzt eben durchgeführt. Das darf man. Vor allem das, was man in Frankreich gesehen hat, ist vollkommen unproblematisch gewesen. Da wurden die Blockierer ja noch nicht mal verletzt. Die haben also nicht geklebt, die wurden einfach nur weggetragen. Das ist also nicht mal denkbar eine Körperverletzung. Worüber man sich im Klaren sein muss, und das ist auch mittlerweile nahezu unstrittig, ist, dass das, was diese Blockierer da machen, eine strafbare Nötigung ist. Und gegen die kann man sich wehren per Notwehr oder, wenn man ein Passant ist, per Nothilfe. Also jeder darf in so einer Situation eingreifen, die blockierten Autofahrer, weil sie Notwehr üben, und Dritte, die drumherum stehen, aufgrund von Nothilfe. Sie dürfen also den Dritten helfen, die blockiert werden. Es gibt wenige Ausnahmen. Wenn man problemlos um die rumfahren kann, dann hat man sozusagen ein milderes Mittel. Wenn man die Notwehr provoziert hat, weil man sich gesagt hat, ich möchte heute mal Spaß haben, ich fahre heute in die Blockade und dann räume ich die weg. Das geht natürlich nicht. Das ist eine sogenannte Notwehrprovokation. Wenn das nur ganz kurz dauert, vielleicht eine Ampelphase, dann ist es auch zumutbar, dass man da ganz kurz stehen bleibt. Aber in der Regel dauert das ja viel länger. Und dann gibt es noch die Diskussion, wie ist es eigentlich, wenn man es gar nicht so richtig eilig hat? Was ist der Grund für die eigene Fahrt? Da sagt ein früherer Richter am BGH, dass wenn ein entspannter Rentner auf dem Weg zum Kegelabend ist, dass er dann durchaus ein bisschen warten kann. Allerdings muss man dann sehen, in der Regel finden diese Blockaden in großen Städten statt. Und da stehen viele Autos. Und da kann man eigentlich davon ausgehen, dass dann zumindest bei den Leuten hinter einem in der Schlange ziemlich viele Leute sein werden, die wirklich dringliche Gründe haben. Sie müssen zur Arbeit, sie müssen das Kind in die Kita bringen, was auch immer. Und dann darf man denen wiederum Nothilfe leisten. Inwiefern verändert sich denn diese Gesamtsituation, wenn die Polizei bereits vor Ort ist, vielleicht noch nicht beherzt zugepackt hat und dafür gesorgt hat, dass die Straße wieder frei ist? Ja. Aber man sieht ja zum Beispiel in Bayern ist die Polizei etwas schneller in ihrer Vorgehensweise als beispielsweise hier in Berlin. Ja. Wenn ich als Autofahrer warte und ich sehe, die Polizei kommt, habe ich dann immer noch das Recht auszusteigen oder muss ich dann abwarten? Nein, also wenn die Polizei kommt, dann gibt es ein anderes Mittel, dann muss man nicht selber Notwehr üben, dann darf man davon ausgehen, dass die Polizei eingreifen wird. Das heißt, dann wartet man erstmal. Man guckt, was macht die Polizei, und wenn die Polizei dann räumt, bleibt man schön im Auto und guckt sich das an. Wenn die Polizei sich dazu entscheidet, nicht zu räumen, obwohl das eine offensichtlich rechtswidrige Nötigung ist, dann hat der Autofahrer wieder sein Notwehrrecht. Dann haben auch die Passanten ein Nothilferecht. Und dann dürfen sie theoretisch an der Polizei vorbei diese Leute da wegtragen. Das wird in der Regel dann zu Konflikten mit den Polizeibeamten führen. Und genau darüber sollte sich die Polizeiführung im Klaren sein. Das heißt, man sollte die Beamten vor Ort anweisen, dass sie bei so etwas rigoros durchgreifen, damit es eben nicht dazu kommt, dass es notwendig wird, dass die Leute selber Notwehr üben. Ich bezweifle jetzt, dass sich ein Polizist da vor mir unbedingt was sagen lässt, wenn ich da stehe. Ich würde da auf einen anderen Punkt noch gehen wollen. Kann ich mich denn darauf verlassen, dass ein Staatsanwalt oder Richter das nachher dann genauso sieht, so wie Sie das jetzt beschreiben? Weil ich rechne jetzt mal damit, dass es durchaus möglich ist, dass ein Polizist dann sagt, nee, Sie haben den da runtergezerrt, der hat jetzt möglicherweise Abschürfungen da an den Händen. Da wird jetzt erstmal eine Anzeige geschrieben. Also, kann ich mich denn dann da wirklich darauf verlassen, dass dann nachher mein Grundrecht auf Bewegungsfreiheit so hoch eingeschätzt wird, dass der Staatsanwalt das nachher ähnlich sieht? Also ich bin mir ziemlich sicher, dass das jeder Staatsanwalt so sehen wird, auch jeder Richter so sehen wird, wenn das nicht passieren sollte. Es gibt hier in Berlin erste Urteile vom Amtsgericht Tiergarten, die ganz klar sagen, jawohl, das ist eine Nötigung. Wenn das nicht der Fall sein sollte, wird das spätestens in einer höheren Instanz gekippt werden. Denn eigentlich ist die Rechtslage klar. Und alle Strafrechtsprofessoren, die sich zu dem Thema inzwischen zu Wort gemeldet haben, auch ehemalige Richter, wie gesagt, am BGH, sagen ganz klar, das ist eine Nötigung, da darf man Notwehr üben. Und da muss man halt auch ein bisschen Zivilcourage haben und als Bürger sich sagen, wenn mich das stört, dann räume ich die ab. Wie gesagt, wenn man die nicht verletzt, weil sie nicht kleben, ist es sowieso unproblematisch. Wenn sie angeblich kleben, würde ich mal gucken, ob der Kleber wirklich sehr fest ist. Ich würde es einfach machen und das dann mal durchziehen. Es kann nicht sein, dass dann da 30, 40, 50 Autofahrer sitzen und alle Angst haben. Das geht nicht. Also die Erfolgsaussichten vor Gericht wären sehr, sehr gut.
Professor Dr. Höcker. Das ist mir wichtig, das R hinter dem Namen. Ja. Das ist mir auch wichtig. Wir danken Ihnen für diese kleine Nachhilfestunde in Jura und verkehrsrechtlichen Fragen. Danke Ihnen. Ich danke Ihnen. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Dankeschön.